Herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Blackguards. Beim letzten Mal haben wir einen nach Harz Angriff oder eigentlich zwei abgewehrt oder konnten zumindest Zivilisten retten. Und jetzt geht's hier anscheinend weiter. So, geheilt haben wir uns schon. Das heißt, wir reden jetzt wieder mit der Kommandantin. Ist es vorbei? Vorbei? Jetzt wird es erst richtig lustig. Die Achas errichten ihre verfluchten Zauberkristalle rund um die Stadt. Offenbar bereitet ihr Schamane irgendein Ritual vor. Mir wäre wohler um mein mütterliches Herz, wenn irgendjemand die Kristalle zerschlägt. Und den Schamanen am besten gleich mit. Okay. Es sind übrigens keine Schamanen, es sind Kristallomanten. Wo lang? Einer der Kristalle wurde direkt vor dem Tor gesehen. Ein anderer auf der Seeseite der Stadt. Kriecht durch die Kanalisation, wenn es sein muss. Okay. Stadttor. Ja, dann müssen wir wohl zum Stadttor, oder? Oder in die... Ja, hey ho, let's go. Dass da noch keiner das Feuer löscht, finde ich auch lustig, aber gut. Los geht's. Ich frage mich, ob ihr jetzt gerade das Hupen gehört habt, aber gut. So. Wir haben hier 4 Achats, ein Kommandant. Wer ist der Kommandant? Der da hinten. Und das da ist wohl der Zauberkristall. Okay. Das heißt, wir sollten uns hier erstmal unseren Weg freikämpfen. Da steht allerdings Naurim im Weg, der Alte. Ich meine, über einen Zwerg muss man doch drüber schießen können. Sehr gut, ein 15er. Nice one. Was macht der Schamane hier? Oh! Corpo Frigo Kälteschock Stufe 2. Das ist äußerst ungut. Aber jetzt haben wir 2 Nahkämpfer. Ich würde sagen... Ach Gott, Niam, geh hier mal gleich nach vorne. Zeigen wir mal, dass wir ein bisschen aggressiv sein können. Der pirscht sich ja von hinten ran. Der geht auch gleich in den Nahkampfangriff. So, Zurbaran, wie sieht's aus bei dir? Kannst du auf den hier theoretisch? Nee. Der Schamane hat sich hier gut versteckt. Ich bring Zurbaran mal in eine bessere Zauberposition. So, Niam pariert's. Wunderbar. So, Naurim hat jetzt deutlich schlechtere Werte, wird aber trotzdem hoffentlich hier was reißen können. Ja, ihr seht, der ist langsamer. Aber es wird was. Ach du Scheiße. Der hat alle wieder hochgeheilt. Okay. Wir haben ein Problem. Das heißt, wir müssen dann theoretisch... wen auch immer wir besiegen, in einer Runde besiegen, damit er nicht mehr geheilt werden kann. Das heißt, Naurim könnte den jetzt ausschalten, oder Niam am besten gleich. Und Naurim geht vor, um den Kristall zu zerstören, und wenn er nicht so... Oh, Niam bekommt auch ein Corpo Frigo ab. Gut, Zurbaran. Ja, das ist die Frage... Zurbaran geht hier auch gleich vor zum Kristall und hat dann theoretisch Schussbahn auch auf den Kollegen hier. So, und Niam, Attacke. So, weil der ist jetzt tot, der wird hoffentlich nicht wieder auferstehen von den Toten. So mächtig sind Kristalle dann doch nicht, wobei dieses Artefakt hier regeltechnisch nicht möglich ist, so wie es da steht. Also es ist möglich, aber es wäre scheißteuer, muss man dazu sagen, an Astralpunkten. Und würde monatelange Vorbereitung und so weiter brauchen. Aber das nur am Rande. So. Gut, Niam bekommt hier noch was ab. Ja, okay, der steht nicht wieder auf. So muss das. Gut, dann versuchen wir uns weiter hier mit der Zwei-Schuss-Methode. Okay, ich kann aber nur auf den hier schießen. Und verfehlt natürlich. Alara, was machst du? Was, kommt da jetzt noch ein Corpo Frigo? Oh, fuck. Gut, das heißt, wer ist jetzt dran? Niam. Er ist eh wurscht, wen sie angreift. Aber das Gute ist, dem Schamanen gehen bald die Astralenergie aus. Ja, der weicht aus. Ich meine, gut, Niam hat jetzt nicht mehr die besten Werte. Ich hoffe, sie schafft es hier als Tank gegen 3, aber... Als erstes muss der Kristall dran glauben. Schau mal, wie viele Punkte der hat.
Okay, sehr gut. Der ist schon mal ausgeschaltet. Und jetzt kommt Zurbaran. Jetzt kann er hoffentlich mal ein bisschen wieder was zaubern. Und zwar Ignifaxius. Und der misslingt auch noch. Na, wunderbar. Na gut, mir bleibt eigentlich jetzt eh nur dieser Schuss hier, weil alle anderen stehen wieder irgendwo in Deckung. 21! Yeah, Baby, so macht man das. Der trinkt einen Zaubertrank. Na toll. So, Niam. Greift hier ebenfalls wieder an. Alter, jetzt hauen sie aber rein. So, Naurim. Geht jetzt hier ebenfalls wieder in den Nahkampf, nachdem der Kristall tot ist, weil mehr Kristalle gibt es hier nicht. So, und Zurbaran hat hier noch 34 Astralenergie, das heißt, kann er sich mal um den hier kümmern, bitte? Ja, kann er. Hoffentlich trifft er auch. Na, sehr gut. 15 Schaden, das heißt. Oh, jetzt hat Niem aber gleich ein ernsthaftes Problem. Aber ich tue mein Bestes, um zu verhindern, dass hier was Schlimmes draus wird. Was war das denn hier? Was war das denn für ein Zauber? Ist jetzt mal egal. Naurim kümmert sich hier um den Achaz. Okay, der pariert. Meisterlich pariert er noch dazu. Scheiße. Um das mal so zu sagen. Und auch das pariert er. Der ist ja wohl ein Profi. So, Zurbaran kann jetzt hier nicht auf ihn hier schießen. Achso, ist auch gar nicht dran. Alara ist dran. Das heißt, Alara, du gehst hier mal hier runter. Ja, und musst leider Runde beenden. Was wird das? Wieder ein Corpo Frigo? Ja. Gut, das können wir noch so hinnehmen. So, der Achaz, der wird jetzt hoffentlich auch gleich dran glauben müssen. Ja, wunderbar. Bleibt nur noch der Schamane über. Und der wird jetzt eingekreist und umgebracht. So ist der Plan. Gut, Alara im Nahkampf ist jetzt natürlich so eine Sache. Müsste hier wechseln, das Waffenset auf den Speer. So, Naurim. Der Corpo Frigo hat schon nachgelassen. Das heißt, er kann sich jetzt ebenfalls hier postieren. Und Niam kommt hier ebenfalls noch mit. Kann ich hier noch einen Zauber wirken? Ein zwar normaler Ignifaxius müsste jetzt eigentlich reichen. Ein Einser. Ja, perfekt. Da geht er down. Okay, der Kampf war ja ganz okay, würde ich sagen. Und wir bekommen sogar einen Zaubertrank. Wunderbar. So, das heißt, den einen Kampf haben wir geschafft. Auf zum Heiler. Denn das hat uns jetzt doch ein bisschen angeschlagen. Bitte einmal alle heilen. So, wir haben auch keine Tränke verbraucht oder so. Das heißt, wir können eigentlich gleich fröhlich weitermachen. Reden wir nochmal mit der Was Kommandantin. gibt es? Okay. Vor mit euch. Das heißt, nachdem ich hier nichts mehr sehe, müssen wir da wohl in die Seitengasse. Genau, und runter in die Kanalisation. Oh. Dieses Mal, wie viel haben wir jetzt hier? Auch nur dieselbe Anzahl an Kämpfern. Wenn ich hier eine arkane Wand aufbaue, würde uns das was nützen? Ich weiß es nicht. Aber Naurim kann sich auf alle Fälle mal. Das ist der Schamane, nehme ich mal an. Ja. Und dieses Mal haben sie auch noch. Wo ist hier. Wo ist der hier? Ah, okay. Den haben sie auch mit dabei. Gut. Also, Naurim geht gleich mal in den Infight. Wer ist der Nächste? Auf diese Distanz ist ein Speer nämlich auch ein bisschen nachteilhaft. Wenn da ein Feld dazwischen ist, dann sieht's besser aus. So, was zaubert er hier? Ein Fulminictus. Okay, das ist gut, nur 3 Schaden. Achso, und diese Speerkämpferin Naurim. Nein, Alara ist ja auch auf Speer umgestiegen. Ah, das hätte ich vorher ausbessern müssen. Das war doof. Das heißt, sie wechselt wieder auf den Langbogen.
So, jetzt kommt Naurim dran. Die hat jetzt auch noch den Speer und stellt sich hier. Obwohl, sie können eigentlich auch mal was zaubern. Wir könnten nochmal einen Acceleratus machen. Ne, sie gibt hier mal ein Falkenauge auf Alara. Das müsste nämlich helfen, um ordentlich schießen zu können. Oh, und Naurim wurde niedergeworfen. Schlecht. Ganz schlecht. Das heißt, wir zaubern hier mit einem Ignisferum mal rein. Kann ich aber auch nur hierhin machen. Das ist natürlich äußerst ungünstig. Dann wird es doch ein Ignifaxius werden. Und der trifft schon ganz gut für 10. Ha, ausgerutscht. Nice. Ach so, ja. Ich vergaß, ja. Wenn, dann müssen wir gleich jemanden umbringen. Wie machen wir das am besten? Ich weiß nicht, ob Naurim wieder aufsteht. Egal, wir versuchen's. Alara hat jetzt bessere Bogenschusskünste. Das wäre schon mal nicht schlecht. Noch ein Fulmen kommt hier vom Kristallomanten. Wieder 5, der geht an der Magieresistenz vorbei. Deswegen ist Fulmen so ein guter Zauber. So, und du musst hier definitiv in den Infight wechseln. Ah, oh, und Faxi rutscht auch aus. Na super. Zurbaran geht ebenfalls nach vor. Obwohl, wenn, dann geht gleich ganz nach vor. Auf zum Kristall, würde ich vorschlagen. So, Naurim ist jetzt wieder da. Okay. Wir brauchen definitiv wieder unsere Taktik von vorher. Das heißt, wir gehen jetzt... Naurim schlägt hier auch auf den drauf und dann muss das reichen. Nein, weil Alara nicht trifft. Das gibt's doch nicht. Und Zurbaran bekommt einen 9er Fulminictus ab. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ah, aber Zurbaran pariert. Wunderbar. So, und jetzt ab nach hinten. Dann kümmert er sich mal um den Kristall. Also der Kampf wird eine Nummer heftiger, habe ich so im Gefühl. Ja, ist nur die Frage. Ich meine, es nutzt nichts, wenn ich hier wieder attackiere, weil... Ich laufe einfach mal nach hinten. Könnt ihr schauen, ob ihr mitkommt. Und dann kümmern wir uns gleich noch um den Schamanen da hinten. So ziehen wir das Feld ein bisschen auseinander. So, Alara. Schießen wir mal auf ihn hier. Ja, der trifft auch, das ist gut. Zurbaran bekommt 6 Schaden. So, Zurbaran, kannst du bitte auf den Kristall hier mal einprügeln? Okay, die 7, die waren es noch nicht, das wahre. Ich weiß nicht, wie viel so ein Kristall hat. Aber ich hoffe, Naurim schafft es, den down zu kriegen. Jawohl. So, sehr gut. Den haben wir schon angeschlagen. Wobei es jetzt egal ist, weil jetzt ja nicht mehr geheilt wird. Ich habe nur die Angst, dass sie da wieder ausrutscht. Aber das werden wir gleich sehen. Ja. Ach, Probe auf Körperbeherrschung, wenn man durchs Wasser läuft. Ich verstehe. Gut. Okay, das war der Kommandant. Der ist schon mal weg. Der trinkt hier wieder Zaubertrank. Okay. Niam liegt wehrlos am Boden. Zurbaran pariert. So, Zurbaran ist jetzt auch dran. Und jetzt wird sich vielleicht ein Ignisfero auszahlen, wenn die hier... Zumindest 2 könnte ich dann erwischen. Ja. Ja, und einer war sogar ein Elfer dabei, das ist gut. So, Zurbaran braucht dringend Lebensenergie, das heißt, er heilt sich dann. Aber jetzt schaue ich mal... Eine Attacke auf ihn hier wird sich auszahlen, weil dann geht er drauf. Nur, dass ich den Falschen anvisiert habe. Super. So, kannst jetzt irgendeinen von denen hier... Ja, den könnte sie auf alle Fälle erledigen, Alara. Ja, der geht down. So, jetzt bitte nicht auf Zurbaran. Was war das denn? Okay.
Sehr gut, Nian pariert. So, Zurbaran hat kein Fläschchen einstecken, das heißt, er muss zaubern. Und zwar einen Balsam auf sich selbst. Mist. Oh, und der ist... Ah, oh, fuck. So, jetzt ist die Frage. Naurim, benutze einen Heiltrank. Den benutzt er auch... Den kann er nicht auf den anderen benutzen oder geben. Das ist ja mal echt beschissen. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ich glaube, Zurbaran wird das dann hier nicht... Wieso kann sie ihn nicht angreifen? Könnte sie, aber er weicht aus. Und jetzt ist Zurbaran down. Gut. Dann muss Alara das richten irgendwie. Der hat auch nur noch 5 Leben. Hoffentlich bekommt er da was ab. Ja. Gut, mit den beiden wird ein frischer Naurim fertig, weil der hat ja hier ordentlich was getankt an Sachen Lebensenergie. Und Niam kommt, glaube ich, mit einem auch zurecht. Hier wird gut pariert. So muss das sein. So, jetzt mal auf den Schamanen, der kein Schaman ist, sondern ein Kristallomant, wie hier auch steht. Aber das sage ich euch ja eh immer. So, sehr gut. Gezielter Stich. Jetzt ist die Frage, auf ihn hier gehen, der dabei sterben könnte? Oder hier nachhelfen? Ich glaube, sie hilft hier bei Naurim ein bisschen aus, Alara. 14. Na, da hat nicht mehr viel gefehlt. Oh, Naurim hat jetzt aber ordentlich einen abbekommen. Und auch Niam wird niedergeworfen. Also Kampf hier im Wasser ist jetzt nicht so das Wahre. So, ich glaube, ich schalte jetzt erstmal ihn hier aus. Trocken aus der Hüfte. So, wen haben wir jetzt? Alara haben wir dran. Geht es ebenfalls auf den Schamanen. 15. Gut pariert, das heißt, Naurim kann es jetzt... Oh, schon wieder ein Ausrutscher hier von Niam. Die ist es nicht gewohnt, im Wasser zu kämpfen. So, Kristallomant down. Bleibt nur noch der eine. Das kriegen wir hin. Ist jetzt relativ nah für Pfeil und Bogen, aber ja, okay, weicht doch aus. Gut, Naurim muss hier mal hinlaufen. Das kann ein ganzes Weilchen dauern. So, bekommt hier einen ordentlichen, bekommt hier ein bisschen Schaden. Und jetzt ist er down. Wunderbar. Sie ziehen sich zurück. Yes. Ach, der Drache soll sie holen. Ich hoffe, das war es jetzt auch wirklich. So, wieder einen Zaubertrank bekommen. Sehr schön. So, oh Gott, haben wir es etwa noch immer nicht geschafft. Gut, ich gehe mich jetzt erstmal heilen. Bitte, mal wieder alle heilen. Das haben wir gleich. Der wird sich auch denken, die kommen hier alle paar Minuten vorbei und sind am Arsch. Okay, dann würde ich sagen, wenn es dann mit dem nächsten Kampf weitergeht, dann machen wir das beim nächsten Mal. Gut, das war's hier von mir und von Blackguards, die Zwölfe mit euch. Macht's gut, euer Chris.